Der Sturm hat heute auf dem Konzertgelände vor dem Schloss Schönbrunn teils schwere Schäden angerichtet. An den Zäunen, den Abgrenzungen, der Bestuhlung und der Bühne. Von der Absage des Konzertes haben zahlreiche Besucher erst vor Ort erfahren. Viele von ihnen waren extra für diesen Abend aus dem Ausland angereist. Sie reagierten teils gelassen, teils enttäuscht. Natürlich sehr enttäuschend alles. Ne? Wir fahren da 700 Kilometer und da geht es ja auch nicht ums Geld zurückkommen, wir wollen sie einfach sehen. Wir kommen extra aus Stuttgart, aus Deutschland, haben das Hotel bezahlt. Flug bezahlt, ja. Nee, also enttäuscht. Wir haben 20 Jahre lang darauf gewartet, Barbra Streisand zu sehen. Wir sind sehr, sehr traurig. Wir hoffen, dass das Konzert morgen nachgeholt wird. Solche Dinge passieren eben. Das Wetter lässt sich nicht kontrollieren. Niemand ist schuld. Sowas kann immer geschehen. Barbra Streisand will das Konzert morgen unbedingt nachholen, so das Gelände wieder benutzbar ist. Jene Fans, die bereits Karten haben und nicht gehen können, bekommen das Geld zurück. Das Barbra Streisand-Konzert in Wien steht auch unter keinem wirklich guten Stern. Dort war auch der Schaden gewaltig, den das Unwetter an der Bühne angerichtet hat. Und jetzt wieder der Regen und der Wind heute. Aber nichtsdestotrotz, 14.000 Fans wollen nur eines Barbra Streisand erleben und sie selbst möchte in Wien auftreten. Jetzt soll in knapp einer Dreiviertelstunde der zweite Versuch unternommen werden, dass das Konzert über die Bühne gehen kann. Uschi Kainz ist für Wien heute beim Schloss Schönbrunn. Uschi, wie stehen die Chancen, dass es heute ein Konzert geben wird? Ja, Markus, die Chancen stehen gut. Es schaut so aus, als ob das Konzert stattfinden würde, allerdings mit 20-minütiger Verspätung. Die Besucher trudeln hier langsam ein, es geht ein Wind, aber es regnet nicht, es ist trocken. Nicht so gut hat es gegen 18 Uhr ausgeschaut, da ist ein heftiges Gewitter über Schönbrunn hinweggezogen. Allerdings war es bei Weitem nicht so stark wie gestern am Abend. Kurz vorher, gegen 5:30, ist Barbra Streisand hier in Schönbrunn eingetroffen und hat ihren Soundcheck absolviert. Interessanterweise benutzt sie eine riesengroße Leinwand, auf die ihre Texte projiziert werden. Schon um 7 in der Früh haben die Arbeiten hier begonnen, damit das Konzert wirklich über die Bühne gehen kann. Richtige Männer bei wichtiger Arbeit. 200 sind seit 7 Uhr in der Früh damit beschäftigt, hier aufzuräumen und sauber zu machen. Und so hat es hier gestern Abend ausgeschaut. Am Nachmittag waren sogar einige zum Scherzen aufgelegt. Die Barbra Streisand hat leider abgesagt, weil ihr was dazwischen gekommen ist und das Ersatzprogramm komme halt ich heute, nicht? Mit was weiß ich noch nicht. Auch Spaß muss sein, vor allem wenn man sich das hier anschaut. Allein 14.000 Sessel müssen gewaschen werden, alles per Handarbeit. Um das Konzert heute Abend singen zu können, hat Barbra Streisand extra ihren Paris-Flug gecancelt. Sie fühlt sich in Wien sichtlich wohl. Kein Wunder, auch gestern Abend hat sie ein gutes Ersatzprogramm geboten bekommen. Ja, nachdem das Konzert nicht stattfinden konnte und sie im Schloss war, haben wir uns das Schloss angeschaut mit ihr und sie war 2 Stunden im Schloss. Was hat dir denn im Schloss gestern besonders gefallen? Die Stoffe, also die Stores, die wir ja zum Teil auch nachmachen müssen, der Ananas, der Mast, wo es ja die Originalmuster noch gibt. Und sie wollte dann eben einige Adressen haben von Firmen, die das noch produzieren, damit sie eben ihr Haus dann, also einzelne Räume zumindest, so ausstatten kann. Na, da kann sie ihre Gage ja gleich gut anlegen. Ein paar hunderttausend Euro beträgt der Schaden, den das Unwetter gestern hier in Schönbrunn angerichtet hat, sagen die Veranstalter. Für solche Sachen bist du versichert, das ist ein klassischer Versicherungsfall. Zumindest der Soundcheck hat heute planmäßig stattfinden können. Gegen 5:30 hat Barbra Streisand eine Kostprobe ihres Könnens gegeben. Ja, und die Veranstalter haben noch eine Bitte an alle Besucher, die jetzt noch hierher kommen. Sie sollen die Schirme im Auto lassen. Es gibt genug Regenumhänge für alle. Die müssen ja heute besonders wetterfest sein. Der 21. Juni 2007 hätte der schönste Tag im Leben von 15.000 Barbra Streisand-Fans werden sollen. Denn für diesen Tag hat die Diva ihr allererstes Konzert in Österreich überhaupt angekündigt. Sturm und Unwetter machen das Konzert dann aber unmöglich. Deswegen wird es heute nachgeholt. Und bei Ticketpreisen bis zu 800 Euro erwarten wir auf jeden Fall ein ganz, ganz riesiges Spektakel. We made it! Was macht denn für Sie Barbra Streisand zur Legende? Zur Legende, ja, ihre tolle Stimme, ihr Aussehen, also eine ganz, ganz große, tolle Frau. Egal, ob als Frau, als Star, als Filmstar, als Sängerin, sie ist einfach unbeschreiblich. You will.
81 bei ihrem Konzert in One Voice, damals in Los Angeles in ihrem Garten. Das habe ich als 13-Jähriger mit meiner Großmutter zusammen gesehen und haben uns die Platte gekauft. Und bei jedem Kartenspiel haben wir die Platte gehört und ich konnte die Platte auf einmal auswendig. Oriental ist für mich unvergesslich. Und ja, ich habe schon Gänsehaut die ganze Zeit. Ich habe es jetzt im Oktober in New York im Madison Square Garden gesehen, das Konzert. Unglaublich, das Vibe ist ein Wahnsinn. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Darf ich fragen, wie viel Sie für die Karte bezahlt haben? 120 Euro. Pro Stück 130. 148 Euro. 172 ohne Vorverkaufsgebühren. 300 Euro. 'Cause I'm gonna be true if you let me. Wieso ist einem das so viel Geld wert? Seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe nie gedacht, dass sich unsere Wege mal kreuzen. Und jetzt ist es soweit, da muss man zugreifen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, denn die Frau kommt nie wieder. Wie viel hättest du noch bezahlt? Mehr noch. Ich möchte sie einmal in meinem Leben live sehen und hören vor allem. Sie würden sagen, die Dame ist ihr Geld wert? Die unbedingt, ja, was heißt, mehr als das, ja. You're gonna love me like nobody's loved me. Thank you. Come rain or come shine. Come rain, come shine, dieser Song ist heute wirklich Programm und Barbara Streisand live ist sogar bei so einem hundsmiserablen Wetter ein einzigartiges Erlebnis. Come rain or come shine. Die Unwetter und der Orkan haben auch dazu geführt, dass am Donnerstag das Konzert von Barbara Streisand in Wien abgesagt werden musste. Gestern war es dann aber soweit. Da haben tausende begeisterte Fans das Konzert vor dem Schloss Schönbrunn besucht. Und es hat Standing Ovations und minutenlangen Jubel gegeben für diesen für viele lang ersehnten Auftritt in Wien. Der Himmel über Schönbrunn war zwar auch gestern wolkenverhangen, doch die Fans haben sich ihre Chance nicht ein zweites Mal nehmen lassen. Aus ganz Europa angereist haben viele ihren Wien-Aufenthalt verlängert. High as a mountain and deep as a river. Barbara Streisand zeigte sich als perfekte Entertainerin der alten Schule, plauderte über ihre Karriere, ihr Leben und ihre Filme und gestand, Kaiserschmarrn und Käsekreiner ganz besonders zu lieben. Starting here, starting now. Ein ganz einzigartiges Konzerterlebnis ist bereits über die Bühne gegangen in Wien. Gestern am Abend das erste Konzert von Barbara Streisand in Wien. Vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Schönbrunn hat der Weltstar dort dem Wind und dem kühlen Wetter getrotzt und 15.000 Fans aus Wien und aus aller Welt begeistert. Okay. Nobody's loved you, come rain or come shine. Die Frau hat Sinn für Humor. Nach den Wetterturbulenzen der letzten zwei Tage ist das wohl das passendste Lied, um einen Abend zu beginnen, der für die tausenden Fans mit sorgenvollem Blick nach oben begonnen hat, ob das Highlight des Jahres nicht vielleicht wieder ins Wasser fällt. Ich bin so von Herzen glücklich, ich kann es gar nicht sagen, dass ich heute da sein darf. Mit diesem Gefühl war die Dame nicht allein. Viele sind nämlich nur wegen ihr nach Wien gekommen. Wir sind jetzt extra aus Berlin gekommen, weil wir nicht wussten, dass sie dort auch ein Konzert geben würde. Das ist ja erst später bekannt gegeben worden. Und ja, wir sind froh, jetzt auch hier Wien gesehen zu haben. Also es ist ein doppeltes Erlebnis für uns. Das ist eine einmalige Möglichkeit, die man ja nicht so schnell wiederbekommt. Die Dame ist 65. Und vielleicht ist es einer der letzten Konzerte, die sie so gibt. 65 ist also wirklich kein Alter, schon gar nicht für eine Diva, die so aussieht und so klingt. Die Frau ist alles. Dass sie sich durchgesetzt hat. Die hat einen Scheißdreck auf das gegeben, was die Leute gesagt haben. Lass dir die Nase machen, lass dir den Silberbeck wegnehmen. Was, du darfst nicht Direktor machen, du darfst keine Regie fühlen. Das hat sie alles gemacht. Und die Frau ist, also ich bin seit 30 Jahren Fan von ihr. Das ist das Beste, was es gibt. I love Streisand. For me is best.
Ein Hauch Broadway hat Einzug gehalten in Schönbrunn, versprüht von einer perfekten Entertainerin, die mit viel Charme ihre Fans glücklich gemacht hat. Und mehr kann man von einem Abend eigentlich nicht erwarten. Wenn Sie für die Karte bezahlt haben. Wieso ist einem das so viel Geld wert? Thank you. Come rain or come